Fangen wir direkt an. Was macht die Bankenaufsicht konkret? Die Bankenaufsicht, da geht es darum, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie bei der Bank Ihr Geld, Ihr Gehalt jeden Monat reinkommen, dass Sie auch tatsächlich auf Ihr Geld zugreifen können, was damit machen können, dass wenn Sie ein Haus bauen, Sie einen Kredit bekommen, dass das System an sich funktioniert für diese ganzen Finanzdienstleistungen, die so zentral sind. Und die Bankenaufsicht sorgt dafür, dass Banken stabil sind, dass man sich darauf verlassen kann, dass das integer und verlässlich abläuft und auch wenn wir Schocks haben, das Bankensystem weiter funktioniert. Wie macht die Bankenaufsicht das? Wie ist die organisiert? Wir schauen bei der Aufsicht auf verschiedene Blöcke. Also ganz viel davon ist präventiv, dafür zu sorgen, dass die Gesetzgebung, in denen drinsteht, wie stabil müssen Banken eigentlich sein, was bedeutet das, dass das System sicher ist, dass das umgesetzt wird. Wir haben Aufsichtsgespräche mit den Banken, um uns mit denen zusammenzusetzen und zu sagen, was ist denn euer Geschäftsplan für die nächsten Jahre? Habt ihr da auch drüber nachgedacht, was zum Beispiel der Klimawandel für euch bedeutet? Oder ist eure IT sicher genug, dass ihr auf Cyberangriffe reagieren könnt? Wir haben Prüfungen, wo wir dann Leute reinschicken, die wirklich ganz genau hinsehen, ob das, was die Bank denkt, was sie tut, auch dem entspricht, was wir da sehen können. Und natürlich und insbesondere dann auch je nachdem, wie die Lage der Bank ist, auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn das zum Beispiel nicht funktioniert. Sagen wir mal, die Bank hat eigentlich keine IT, die ihren Aufgaben entspricht oder es gibt Probleme in dem Aufsichtsrat, dann kann die Bankenaufsicht auch sagen, okay, wir müssen hier Maßnahmen ergreifen und im schlimmsten Fall, wenn die Bank wirklich nicht stabil ist, kann man auch sagen, diese Bank darf keine Einlagen mehr annehmen, die darf nicht mehr aktiv sein, Bank muss zugemacht werden oder noch andere stärkere Maßnahmen ergreifen, damit wir verlässlich sein können. Das ist ja ein Extremszenario, was Sie hier gerade schildern. Ist das schon mal Ihnen so vorgekommen? Schon mal erlebt? Also, dass kleinere Banken zum Beispiel nicht mehr weiter im Markt aktiv sein können, das passiert regelmäßig. Das ist nicht so selten. Natürlich hoffentlich ist meine Bank nicht dabei. Ich glaube, das wüssten Sie, wenn Ihre Bank dabei wäre. Dann hätten Sie schon was davon gehört. Aber das Gute am System ist ja, dass Sie sich als Einleger für in Richtung von Ihrer Bank da eigentlich keine Gedanken machen müssen. Es sei denn, Sie haben große Vermögen bei Ihrer Bank, dann könnte es, also deutlich über 100.000 Euro, dann müssen Sie ein bisschen schauen, welchem Einlagensicherungssystem Sie sind. Aber normalerweise funktioniert das System so, dass auch in der Abwicklung die Funktionen der Bank weiter erhalten bleiben, sodass nichts schief geht, auch wenn die Bank mal ein Problem hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Die Bankenaufsicht fährt zur Bank und sofort steht die ganze Bank stramm, reicht Ihnen den besten Kaffee, den besten Kuchen und ist besonders freundlich zu Ihnen und gibt Ihnen noch ein paar Tickets fürs Eintrachtspiel. Wie funktioniert sowas? Also Tickets zum Eintrachtspiel, muss ich Ihnen sagen, weder bieten uns die Banken das an, noch fänden wir es gut, wenn die Banken es täten. Wir haben ja eine geschäftliche Beziehung miteinander, wir haben einen Rahmen, wir haben Erwartungen an die Banken und die Banken arbeiten natürlich mit uns, dass sie mit diesen Erwartungen umgehen, zum Beispiel, dass sie uns Informationen liefern, dass sie mit uns sprechen, wenn wir Auskünfte brauchen, dass sie da kooperativ sind. Gern auch mal einen Kaffee, aber dass da jetzt dann der beste Kuchen ausgefahren wird, darum geht es ja nicht in der Aufsicht, sondern es geht ja darum, dass man sicherstellt, dass die Aufgaben erfüllt sind. Aber kriegen Sie schon mal so Angebote? Schönes Ticket hier für irgendwas? Ich glaube, die meisten Banken wissen, dass wir sowas sowieso nicht annehmen dürfen, weil das schon ein paar Fragezeichen hervorrufen würde, ob wir dann kritisch genug auf die Banken auch schauen. Ich glaube, so in diesem Graubereich gibt es immer mal jemanden, der vorschlägt, ob man nicht dann noch zum Sozialteil bleiben sollte oder sowas, aber das ist echt selten. Was ist die Rolle der Bundesbank bei der Bankenaufsicht? Wir haben ja schon ein komplexes System in der Aufsicht. Der ganz große Rahmen ist der einheitliche Aufsichtsmechanismus in Europa. Da ist ja seit 2014, haben wir ja nicht nur nationale Bankenaufseher, sondern wir haben da diesen europäischen Rahmen drumherum, womit wir sicherstellen können, dass wir zum Beispiel auch für grenzübergreifenden Bankenverkehr uns darauf verlassen können, dass wir insgesamt ein stabiles System haben, dass egal wo Ihre Bank sitzt,
Sie können sich sicher sein, dass da ein Minimumstandard an Aufsicht da ist, dass es stabil ist, integriert ist, dass wir da den Gesamt das auf das Gesamtsystem in seiner Wirkung verlassen können. Wir, die Bundesbank, sind Teil von diesem einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Wir arbeiten damit, was die Ziele insgesamt angeht. Aber wir liefern auch für die direkte Aufsicht der größten Banken, die mit der EZB zusammenläuft, Leute. Daneben gibt es aber insbesondere in Deutschland noch deutlich mehr als 1.000, um die 1.500 kleinere Banken, die wir direkt beaufsichtigen. Und das bedeutet zum Beispiel, weil wir in diesem System mit der BaFin zusammenarbeiten, wir konzentrieren uns da insbesondere auf die sogenannte laufende Aufsicht und die Prüfung. Das heißt, wir schauen, was ist bei den Banken los, was sehen wir in einem Stresstest, wie stabil die sind. Wir schicken Prüfer rein, um mal nachzugucken, wie denn die aktiver bei der Bank so aussehen. Wir haben Aufsichtsgespräche und wir machen uns Gedanken darüber, was wir im Querschnitt sehen, um auch bei der Gesamtbank zum Beispiel mit beizusteuern, wie sich die Lage entwickelt, sodass unsere Kollegen in der Finanzstabilität, in der Volkswirtschaft, dass wir denen helfen können zu verstehen, was passiert bei den Banken. Die BaFin haben Sie gerade schon angesprochen. Arbeiten Sie auch mit anderen Institutionen da eng zusammen? Die BaFin ist unser größter Partner, insbesondere für diese direkte Aufsicht für die kleineren Banken, ist die BaFin die kompetente Autorität, die diese Handlung, über die wir vorhin gesprochen hatten, nämlich zu sagen, diese Bank müssen wir zumachen oder diese Bank muss hier sich besser verhalten, die da die Entscheidungen trifft und das ausführt. Das heißt, da arbeiten wir ganz eng zusammen. In dem allgemeinen europäischen Rahmen arbeiten wir natürlich mit der EZB zusammen, aber auch mit den ganzen anderen Aufsichtsbehörden in der Eurozone und darüber hinaus. Dass zum Beispiel, es gibt ja viele Banken, die nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern auch, sagen wir, in Belgien. Und dann reden wir auch mit den Kollegen da. Wollen wir einen Schritt nach vorne, damit Sie uns besser und wir Sie auch besser sehen können. Wie ist denn die aktuelle Lage im Bankensektor? Einige von Ihnen haben es ja schon vorhin ein bisschen gehört, als Herr Nagel gesprochen hat. Die aktuelle Lage im Bankensystem ist ziemlich gut. Ist ziemlich gut. Auch als notorisch schwarzsehender, pessimistische Bankenaufseherin hat uns dieser Aufbau von Kapazität im Bankensystem nach der globalen Finanzkrise, was Kapital angeht, was Liquidität angeht, aber auch was die Fähigkeit des Systems der individuellen Banken angeht, mit Risiken umzugehen, die steht uns jetzt hier in gutem, die hilft uns hier weiter, weil wir dadurch wissen, der Bankensystem hat Kapazitäten, mit Verlusten umzugehen. Deswegen mein Fazit ist da das gleiche wie das von Herrn Nagel. Insgesamt mache ich mir keine Sorgen. Das heißt aber nicht, dass unser Signal ist, die Banken sollen sich jetzt alle zurücklehnen und sagen, wir haben ja Kapital, wir haben Liquidität, alles schick, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Nein, wir sehen ja auch, dass Schocks auf uns zukommen, dass das Umfeld schwierig ist. Ich glaube, das werden Sie alle selber auch sehen. Und da ist es wichtig, dass die Banken zum einen weiter auf ihr Kapital schauen und dafür sorgen, dass sie ausreichend Kapazität haben, es auch aufzufangen, sollten zum Beispiel mehr Menschen ihren Kredit nicht bedienen können oder kleine Firmen pleite gehen. Und zum anderen auch ihr Risikomanagement weiter gut ausbauen und managen. Es geht ja nicht nur darum, dass man das Kapital hat, sondern auch, dass man aktiv damit arbeitet, wenn man zum Beispiel Aktive hat, bei denen es nicht so gut geht. Und da müssen die Banken das früh sehen, vorausschauend handeln und damit umgehen können. Wir haben das ja gerade schon angeschnitten. Wir haben wirtschaftlich gesehen sehr sportliche Zeiten, die wir hier erleben. Stichwort Inflation, Stichwort Zinswende. Was bedeutet diese Situation konkret für die Banken? Generell ist es so, dass Themen, die die Gesamtgesellschaft betreffen, immer auch die Banken betreffen. Es gibt da, die beiden Systeme sind ja ganz eng miteinander verflochten. Wenn wir hohe Inflation haben, die uns alle, die private Haushalte, aber auch Firmen unter Druck setzen kann, weil zum Beispiel jemand dann einen Kredit nicht mehr bedienen kann, hat das einen durchschlagenden Effekt möglicherweise auch auf die Banken. Das heißt, die Inflation birgt Risiken.
Banken müssen sich darauf vorbereiten und müssen auch bei ihren Risikoeinschätzungen, wie stabil Kredite sind, zum Beispiel damit umgehen können. Wie bereitet man sich als Bank auf so eine Situation vor? Kann man das ganz kurz, knapp, prägnant zusammenfassen? Also das eine ist zum Beispiel, wie viel man als Bank an seine Aktionäre so ausschüttet. Mhm. Wie optimistisch ist man darüber, wie viel Geld man wieder ausschütten kann oder auch in Boni zum Beispiel umlegen kann. Aber das wichtigere Thema ist, wenn Banken dann vorausschauen, wo sie sagen, okay, wie viel Kapazität müssen wir jetzt beiseite stellen, weil es sein könnte, dass hier zum Beispiel größere Verluste auf uns zukommen, dass sie Vorsorge treffen und dass sie bei ihrem Risikomanagement zum Beispiel auch sagen, okay, wie früh sehen wir es denn, wenn sich dann noch ein weiteres Problem ergibt, mit dem wir umgehen können, sodass wir darauf reagieren können, indem wir zum Beispiel früh mit Menschen, die ein Problem haben, ins Gespräch kommen. Es geht ja gar nicht unbedingt jetzt schwarz-weiß immer darum zu sagen, die Bank, ein Individuum kann seinen Kredit nicht mehr zahlen, Individuum geht pleite, Bank hat kompletten Verlust. Sondern wir haben ja in den Krisen in der Vergangenheit auch gesehen, dass es da auch Maßnahmen geben kann. Man kann auch Zahlungen dann aussetzen oder anders aktiv damit umgehen. Aber das erfordert eben aktives Management von Seiten der Banken. Also uns droht ja womöglich eine Rezession. Und welche Auswirkungen hat das dann auf die Banken und werden dann neue Schwachstellen sichtbar, so wie wir das ja 2008, 2009 auch schon mal gesehen haben? Die Rezession, das kommt so in dieses Thema zurück. Im Augenblick denken wir, dass Banken genug Puffer aufgebaut haben, dass sie auch bei einer möglichen Rezession gut da durchkommen können, ohne dass das Finanzsystem als Schwachpunkt das dann verstärkt oder schwieriger macht. Das ist ja einer der Hauptgründe auch, weswegen wir Aufsicht betreiben, damit in Zeiten, wo die Realwirtschaft zum Beispiel ein Problem hat, man dann keinen Ping-Pong-Effekt hat. Realwirtschaft geht schlecht, Banken geht schlecht und das verstärkt sich dann gegenseitig. Sondern eben genau dafür zu sagen, sind die Banken stabil genug und da, wie gesagt, denken wir, die Banken haben eine Menge Kapazität aufgebaut, sie haben auch eine Menge Risikoverständnis aufgebaut, was uns hier hilft, zu Vertrauen zu haben, dass die Banken auch in einer Rezession gut durch diese Phase kommen können, ohne dass wir deswegen eine Bankenkrise sehen. Was ist für Sie das Besondere an diesem Job? Tja, ich habe gehört, bei der Einleitung haben Sie darüber geredet, die Bundesbank als Arbeitgeber, als auch für die Bankenaufsicht. Da würde ich sagen, es ist ein total spannender Job und vor allem es ist ein total relevanter Job, weil wir den Bogen spannen wirklich von den Individuen. Sagen wir mal, wir haben eine Bank und die Bank hat schlechte Governance, die kümmern sich nicht wirklich um ihre Themen. Und dann bekommen wir die Rückmeldung von den Individuen, die Geld verloren haben, weil ein Trickbetrüger sie angerufen hat und sie überzeugt hat, Geld zu überweisen auf ein Konto bei einer Bank. Und plötzlich haben die Leute ihre Lebensersparnisse verloren. Auch solche Themen unterstützt die Bankenaufsicht. Das heißt, wir sorgen dafür, dass etwas, was ganz nah am Individuum dran ist, dass es stabil funktioniert, dass die Gesellschaft funktionieren kann, weil das Finanzsystem seine Dienstleistungen erfüllt. Auf der einen Seite, es ist individuell relevant, aber wir spannen auch den Bogen zur Makroseite. Denn es ist nicht nur wichtig, dass jeder Einzelne einen guten Job, einen guten Deal von der Bank bekommt, sondern auch das System insgesamt zusammenpasst und funktioniert, von diesen ganzen kleinteiligen Banken hin, damit die Finanzstabilität stabil ist und das wiederum auch der Inflation, der Volkswirtschaft und so weiter weiterhilft. Und diesen Bogen finde ich total toll. Es ist relevant, wir können konkret was machen, damit die Welt ein bisschen besser ist. Wir können eine positive Weiterentwicklung sehen. Es hat sich wirklich verbessert seit der globalen Finanzkrise. Und es ist interessant, weil jeden Tag eine neue Herausforderung kommt. Also das als Bankenaufseher wird es nie langweilig. Sagt die stellvertretende Leiterin der Bankenaufsicht, Frau Braun-Munzinger. Herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Sehr gerne. Dankeschön für die Gelegenheit. Und